Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Transport Fever. Ja, und es ist nicht nur eine neue Folge, es ist jetzt auch die letzte Folge Transport Fever der Staffel 1. Und ich sehe gerade, ich habe keine Musik an. Das geht natürlich nicht. So, jetzt ist das natürlich alles wieder schön. Und ja, was machen wir die letzte Folge? Ich wollte die letzte Folge jetzt einfach nochmal so ein bisschen über die Karte fliegen, so ein bisschen was erzählen, wie was war, was dann immer mal wieder so dazugekommen ist, wo wir Probleme hatten und so. Also alles, was ich mich noch größtenteils erinnern kann. Deswegen bin ich jetzt auch schon hier, an dem Punkt, wo wir gerade sind, nämlich an unserem Start eigentlich, wo wir das ganze Let's Play vor 100 Folgen begonnen haben. Nämlich hier bei dem Steinbruch, den ich ja hier so ein bisschen ausgestaltet habe. Und wie wir sehen, läuft er immer noch gut. Also das wird hier richtig gut angenommen. Und hier ist eigentlich auch, ich sag mal, mein Problem war halt, dass ich den Bahnhof so klein gebaut habe, also nur auf 160 Meter und dadurch halt extrem in der Kapazität eingeschränkt war. Sodass ich dann hier nicht groß erweitern konnte. Dann war das hier recht eng und ich wollte das auch nicht alles abreißen und neu bauen, weil das eigentlich ganz schick aussah, so wie es war. Und weil ich hier auch durch die Strecke, die hier drüber geht und durch die Fahrzeugstrecke und diese Geradeausstrecke quasi hier von den Zügen so ein bisschen eingeschränkt war hier in dem Handlungsfeld. Ich muss aber sagen, ich glaube, ich habe das hier ganz gut gelöst gekriegt. Von daher passt das, denke ich mal, dann doch ganz gut. Das hat uns doch am Anfang, gerade auch mit den Steinen, immer wieder Probleme bereitet, dass wir hier viel mehr Steine hatten, als wir abtransportieren konnten. Dann noch mit dem Baumaterial, das teilweise gerade für den Zug, der hier rüberfährt, viel zu wenig Baumaterial da war und sowas. Eben dieser ganze Kram. Genau, unsere erste Personenlinie war die, die wir hier auch noch haben, wo wir angefangen haben. Zwischen Wörth und Wilhelmshaven. Wilhelmshaven ja mittlerweile eine unserer größten Städte geworden und auch ein zentraler Umsteigepunkt, würde ich schon fast sagen. Auf jeden Fall hier die Linie, hier drüben in Wörth hat sich es mittlerweile auch ganz gut entwickelt. Kam ja im späteren Verlauf dann noch ein Bahnhof dazu. Genau, hier noch dieser schöne eingleisige Bahnhof, der wirklich mittlerweile sehr schön eingebaut ist und das sieht viel. Das sieht, finde ich, auch sehr schön aus hier. Hier wird es dann zweigleisig, da hinten kommt schon der nächste Zug. Also hier ist auch ein sehr großer Takt auf der Linie, der hier auch durchaus nötig ist. Vielleicht nicht mit der Länge der Züge, aber wenn man es hat, hat man es einfach. Genau. Das Witzigste eigentlich ist, wir haben ja dann als zweite Personenstrecke hier dann die Strecke in das Dörfchen hier drüben gebaut. Also hier, der Bahnhof kam ja auch erst später dazu, glaube ich. Wenn ich mich richtig sehe, wir haben ja dann hier hoch den Bahnhof gebaut und hier hatte ich ja immer das Problem, oh, die hat sich aber auch ganz schön entwickelt, sehe ich gerade. Hier hatte ich immer das Problem, dass keiner einsteigen wollte. Und das hat niemand mitgefahren. Also ich habe mich gewundert, hä, wieso wollen denn die Leute hier hochfahren, aber wollen nie runterfahren? Bis mir dann irgendwann mal jemand in die Kommentare geschrieben hat, dass ich hier um einen Güterbahnhof gesetzt habe. Also habe ich, weiß ich nicht warum, einen Güterbahnhof gesetzt. Das heißt, die Leute konnten zwar aussteigen, aber es konnte keiner einsteigen. Das habe ich dann auch irgendwann geändert. Genau, und hier geht es ja direkt dann in den Tunnel rein. Und der teilt sich ja dann hier hinten erst quasi das Gleis. Wie viele Einwohner hast du mittlerweile? 1500 knapp. Oder 1450. Das ist gar nicht mal so falsch, genau. Das war ja auch die Strecke, die wir als letztes umgerüstet haben, von Dampf auf hier dann den elektrischen Betrieb. Die hatte ich ja noch recht lange so gelassen. Auf Dampf basierend. Genau, um mal ein bisschen chronologisch vorzugehen, die Strecke hinten haben wir erst später gebaut, genauso wie die S-Bahn. Wir haben dann nämlich erstmal hier unten vom Güterbereich hier die Verbindung nach unten gebaut. Also ehemals verlief sie ja hier drüben, weil der Güterbahnhof ja ehemals auf dieser Seite war. Den habe ich ja aufgrund der höheren Nachfrage dann umgelegt. Also hier drüben fuhren wir ja dann lang, hier runter und dann hier drüben hin. In die Burgstätte, wo wir nämlich auch schon unseren Burgexpress damals sogar noch gebaut haben, der hier Mainburg und Ladenburg miteinander verbunden hat. Dementsprechend haben wir auch hier unten noch die weitere Güteranbindung gemacht, dass wir hier drüben eben auch Güter hinbekommen, der ja auch nach wie vor noch so ein bisschen fährt, allerdings mehr so als Alibi. Genau, das habe ich dann irgendwann einfach noch hier rüber verbunden in Richtung Lauterbach, wo ich dann auch noch hier oben dann eben die Verbindungen gemacht habe. Wobei es dort schon die S-Bahn-Idee gab, sodass wir dann einfach gesagt haben, okay, wir fahren mit dem Zug, der von hier unten kommt, nicht extra noch hier in den Hauptbahnhof quasi rein,
sondern fahren ja außen gelegen zu einem Bahnhof und von hier aus wird das dann quasi umverteilt in die S-Bahn und du fährst voll los und es waren immer noch 300 Leute. Okay, gut. Genau, der fährt eben hier seine Extrastrecke und die S-Bahn verbindet daneben alles noch. Das Prinzip finde ich eigentlich ganz schön, weil du da eben auch ein bisschen besser die Leute hin und her bringen kannst, von einem Zug zum nächsten. Die müssen dann nicht alle am Hauptbahnhof umsteigen, da hat man ein paar mehrere Punkte, wo dann die Bahnen fahren. Ist doch auch was ganz Nettes, finde ich. Genau. Und ich glaube, weiter ging es dann eher in diese Richtung. Da haben wir dann hier nach Bad Brr, wie ich es so schön genannt habe, nach Bad Brückenau unsere Strecke gebaut. Allerdings kam auch die Verbindungsstrecke von Bad Brückenau Richtung Wörth erst wesentlich später dazu. Also diese Verbindung hier, ich zeige es jetzt einfach schon mal, die ist einfach nötig geworden, weil man hier außen viel zu viel Autoverkehr hatte und die Straße habe ich auch erst viel später dann auf so eine große abgedatet. Genau, und das war einfach nötig, dass wir dann hier diese große Straße bauen. Und ich verstehe es nicht, hier sind drei Spuren zur Verfügung und sie fahren trotzdem nur auf zwei. Also auf die eine hier. Die außen wird überhaupt nicht genutzt. Sie fahren hauptsächlich auf der mittleren Spur. Das ist auch sowas, wo ich sage, warum habe ich dann dreispurige Straßen, wenn sie nur eine Spur nutzen und dann nur die mittlere. Aber naja. Genau, hier mittlerweile auch schon ganz gut gewachsen mit unserer Tunnelkonstruktion, um hier den Berg hochzukommen. Und natürlich auch nicht vergessen, hier hinten die Stadt am Rande, Jerichow oder Jericho, die so ein bisschen ab vom Schuss liegt, wo eigentlich nicht viel los ist. Hier gibt es ja eigentlich lediglich die Zugverbindung. Früher fuhr der Zug ja mal komplett durch, also der sehr volle, welcher bist denn du, der RB56 fuhr ja mal komplett durch. Tut er jetzt nicht mehr, weil er ja jetzt quasi hier endet, einfach um die Strecke so ein bisschen zu entlasten. Ja, das wäre ja sonst zu viel geworden, habe ich ja gemerkt. Das sind alles so Dinge, die lernt man dann in der ersten Staffel immer. Und weiß dann für die nächste Staffel, okay, wenn man so lange Linien macht, muss man auch entsprechend lange und große Bahnhöfe bauen. Also da reicht der 240 Meter Bahnhof nicht, da muss dann schon der 320 Meter Bahnhof her, damit man dann auch entsprechend große Züge fahren lassen kann. Damit das auch wirklich was wird. Genau. Hier dieses Gleiswirrwarr kam ja auch erst wesentlich später dazu, dann komme ich auch nochmal drauf. Wir haben ja dann auch hier noch verschiedenste Anbindungen gemacht. Hier rüber dann, wenn ich jetzt mal hierher gehe, nach Schönau die Strecke gelegt, die wir dann hier auch weitergeführt haben, eben über Bad Kissingen, dann weiter hier drüben die Anbindung in Bad Rappenau und dann hier hoch nach Allendorf, wo wir auch wieder auf unsere Verbindung aus Lauterbach treffen, also aus ja, hier Lauterbach und eben vorher kommen von Wilhelmshaven. Diese Verbindung hier rüber. Lauterbach ja auch unterwegs hier mit S-Bahn. Auch schön angebunden, die dann hier so schön durchfährt. Das finde ich, sieht immer ganz schick aus, wenn man dann hier so Strecken hat, die hier dazwischen liegen, zwischen den ganzen Häusern. Das sieht, finde ich, immer ganz nett aus. Oh, was gibt's denn? Ladenburg Sägewerk. Einheiten abtransportieren. Ja, wann kommt denn der nächste Zug? Da kommt dann der nächste Zug. Oder? Du bist doch einer, der was holt. Also der bringst Holz, aber transportierst auch wieder was ab. Und der hat auch was abtransportiert. Also geduldet euch. Die Züge kommen. Keine Sorge. Genau. Und wir haben hier dann ja noch Dutzende Querverbindungen gebaut. Ja, ist ja gut. Und von Allendorf führt ja dann hier auch noch der Regionalexpress Richtung oder die Regionalbahn Richtung Kaltennordheim. Dass das ja auch ein bisschen angebunden ist, ist ja auch so ein bisschen ab vom Schuss. Genau. Wenn ich jetzt mal ganz rausscrolle, das könnte. Also ich bin jetzt schon ganz draußen. Wenn man das so sieht, hier ist wirklich mittlerweile so viel los. Auch hier an Personen, die hier überall warten. Das ist schon echt heftig, wenn man sich das so anguckt. Auch hier, was hier alles an Holz zum Beispiel schon wieder wartet. Das ist ja auch richtig heftig. Aber hier lohnt es sich halt auch nicht, noch mehr Züge einzusetzen, weil die Züge sind schon an der Kapazitätsgrenze. Und noch mehr Züge lohnt sich einfach nicht. Und hier hätte ich eben auch größere Bahnhöfe bauen müssen und sowas. Das ist halt alles, was man so mit der Zeit lernt, wo man dann sieht, okay, das fällt einem dann halt auf die Füße. Wir sind hier zwar schon auf 240 Meter, allerdings reicht das halt nicht aus, wie wir sehen. Genau.
Und dann hier fährt ja sogar noch der Burgexpress, den ich mal noch gemacht habe, der hier quasi rumfährt. Und dann eben Ladenburg, ist das Ladenburg? Ja, an zwei Stellen anfährt und dann eben hier rüber, schub, 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 im Untergrund nach Meinburg fährt und hier drüben reinfährt, dass man hier die Strecke etwas entlastet, was nicht ganz so gut geklappt hat, muss ich mal sagen. Und dann haben wir ja irgendwann, als wir das hier verbunden haben, hier noch eine Verbindungsstrecke für den Güterzug gebaut, die dann hier unten irgendwo rumführt und dann hier wieder rauskommt, um hier dann ranzufahren. Genau, also was eben gibt es hier zu entdecken. Also wir haben wirklich vieles gemacht. Auch hier unten dann noch der Bahnsteig oder der Bahnhof, der definitiv viel zu kurz ist, wo die Züge immer halten. Wo ich einfach geschlafen habe, den Bahnhof zu entsprechend lang zu machen, so rum ist es richtig. Genau. Wirtschaftssystem haben wir auch verschiedenes gemacht. Hier unten haben wir ja die Rohöl- und Kraftstoffindustrie. Dann haben wir oben, ja, habe ich ja schon gesagt, die Stein- und Baumaterialindustrie. Hier haben wir die Maschinenteilindustrie quasi, dass wir hier Eisenerz zu Stahl verarbeiten, hier Holz zu Bretter. Und das dann eben entsprechend hier oben zu Maschinenteilen und Werkzeugen verarbeiten, also oder zu Maschinen und Werkzeugen verarbeiten. Dann haben wir ja hier oben noch mit dabei die Nahrungsindustrie oder Lebensmittelindustrie, wo auch hier die Züge fahren, die ja früher auch als LKWs gefahren sind, was ich ja recht schnell dann umgeändert habe zu Zügen, weil es einfach die Kapazitäten viel zu sehr überlastet hat von den LKWs. Genau, also haben wir eigentlich fast jede Industrie genutzt. Also ich sag mal hier sowas wie normale Waren haben wir jetzt vielleicht mal nicht. Aber ich sag mal, das sind so einzelne Sachen, die wir da nicht haben. Wie gesagt, die Waren oder eben Plastik, aber das sind ja Grundstoffe, die man für andere Sachen noch braucht. Außer jetzt die Waren. Ich glaube, die Waren sind dann die einzigen Produkte, wenn ich jetzt mal so drüber fliege, die wir jetzt als Endprodukt, als absolutes Endprodukt nicht haben. Wie gesagt, hier Plastik, das ist ja ein Zwischenprodukt, das ist ja kein Endprodukt, was die Leute brauchen. Wenn ich mal gucke, Maschinenteile haben wir, Lebensmittel haben wir, Waren haben wir nicht. Alles sind Werkzeuge. Baumaterial haben wir, Kraftstoff haben wir, Maschinenteile haben wir. Ja, gut, da ist es eigentlich nur, was fehlt, sind die Waren, die wir nicht gemacht haben. Aber das muss ich sagen, das ist ja so in Ordnung, wie wir es haben. So, Ladenburg, wie ist denn hier die Auslastung? 6, ja, das ist mittelmäßig, das ist nicht so wirklich 6-7%. Bei Meinburg ist es da schon ein bisschen besser, allerdings auch nicht wirklich gut. Wie ist hier so die Auslastung? 11% davon auch mittelmäßig. Und hier auch mehr so mäßig. Hier oben ist ganz gut. Ja, da oben brauche ich gar nicht erst anfangen. Hier unten, hast du überhaupt? Ich glaube, die hat gar keinen Güterbahnhof, okay. Die hat gar keinen Güterbahnhof, die Stadt. Hier in Allendorf. Ist ja unten auch gut. Also mit Kraftstoff kann man sehr gut versorgen, die Leute. Das muss ich mir merken für die nächste Staffel auch, dass man mit Kraftstoff definitiv gut die Leute versorgen kann. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Oh, hier warten auch schon wieder gut Leute. Auf den 98er-Zug warten ganz viele. Hier ist halt auch so eine eingleisige Strecke nur. Das ist halt auch sowas, was ich nur einmal, also hier insgesamt zweimal zwar gemacht habe, aber ist halt auch so eine Sache. Hier fährt dann halt nur ein Zug in dieser Querverbindung und der ist halt viel zu sehr überlastet, wenn man sich das so anguckt. Wie viele hier warten? 300 oder knapp 400 Leute. Das passt einfach alles nicht in den Zug rein. Genauso wenig wie bei dem, der ja auch schon voll ist und trotzdem noch 244 Leute warten. Das sind halt auch so Sachen. Aber naja, ich möchte jetzt gerne noch gucken, so ein bisschen in die Städte rein. Was ist denn unsere größte Stadt geworden? Unsere größte Stadt ist in der Tat Meinburg. Also die beiden Burgstädte haben über 5000 Einwohner erreicht. Dann kommt Lauterbach und Wilhelmshaven, sprich unser Einwohnerzentrum ist das hier geworden. Bad Brückenau dann noch mit rein und Wörth. Also das hier sind unsere größten Städte, wenn wir das so haben. Wenn ich sogar so will, kann ich Schönau hier die so reinnehmen. Das sind unsere größten Städte. Aber eben hauptsächlich der Kern hier, die vier. Ja, nach Einkaufsmöglichkeiten sortiert. Auch Ladenburg, Meinburg, lauter die gleichen Städte vorne und von Arbeitsplätzen her ähnlich, genau. Am wenigsten Einwohner hat Kaltennordheim hier hinten, ist auch nicht so, es in Kirchheim, Buhladen, ähnlich, genauso wie Allendorf, da ist nicht viel los. Genau. Industrietechnisch, ja gut,
Das ist ganz in Ordnung. Dann würde ich gerne gleich nochmal gucken. Also Straßenfahrzeuge, ja, da haben wir gut gesammelt. Insgesamt. Es gibt zwar jetzt noch ein, zwei Fahrzeuge, die wir hätten austauschen können, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. So. Wird am Rhein-Steinbruch, da sind die meisten Güter gelagert zwischendurch. Beziehungsweise die meisten Güter und Personen. Was habe ich da gerade gesehen? 900 Personen warten einfach mal in Ladenburg insgesamt. 900. Das ist schon krass, finde ich. So, und dann werfen wir nochmal einen Blick auf die Linien. Und schade, die kann ich nicht nach Ertrag sortieren. Gucken wir uns erstmal die Zuglinie an. Gehen wir erstmal dahin, wo es nicht so rumleckt. Und gucken uns dann einfach hier mal die Zugstrecken an. So, was macht denn. Ja, der Burgexpress, der war immer im Minus und der ist immer im Minus. Den kann ich so gesehen gar nicht ändern. Großartig. Genau, dann Baumaterialzug, die machen nochmal eben ihren Gewinn. Das ist jetzt nicht besonders. Hier, der Güterzug Stahlbretter macht einfach 16 Millionen Gewinn, noch extremer. Der Holzverarbeitungszug, also der das Holz unten für die Stahlverarbeitung oder für die Maschinenteile bringt, der macht einfach 33 Millionen Gewinn. Ja, genau, hier der Eisenzug und Güterzug Landenburg. Die Güterzüge sind eigentlich meist gewinnbringend. Hier die jetzt nicht, aber die sind auch so wenig im Minus. Also das ist noch nicht mal eine Million im Minus, das ist eigentlich nichts. Genau, unsere ganzen Güterzüge hauptsächlich, also der. Ich glaube, wir könnten den hier, 40 Millionen sogar, den hier hinsetzen und der hebt alles ins Positive. Ja, auch hier 12 Millionen, der Wirt, Steinzug. Alles supi. Und dann kommen wir jetzt schon zu unseren ersten Personenzügen. Und wie wir sehen hier, schon 12 Millionen, der zwischen Wirt und Wilhelmshaven. Meyenburg, Jerichow. Also das sind diese kleinen, die Regionalbahn eben. 30 Millionen, der von. Also den, wo ich den Bahnhof zu kurz gebaut habe, also der von hier losfährt und dann hier unten rum die Strecke fährt, macht auch schon 30 Millionen Gewinn. Zwischen Meinburg und Bad Brückenau, also 12 Millionen. Würz und Bad Brückenau 16 oder 20 Millionen knapp. Ja, unser Zug Meinburg-Lauterbach macht auch 36 Millionen Gewinn, genauso wie Ladenburg und Bad Kissingen. Macht auch 36 Millionen Gewinn, also das ist wirklich richtig gut. Und jetzt hier der absolute Kracher ist Wilhelmshaven, Lauterbach, der eigentlich bis hier hinten fährt, bis Allendorf, macht knappe 50 Millionen Gewinn. Ja, und sonst bei den Zügen sieht es auch soweit ganz gut aus. Die S-Bahnen standardgemäß machen Verluste. 10 Millionen Verluste, also das ist echt schon Hammer. Also die sind verdammt, na gut, die Toaster sind glaube ich auch recht teuer in den Unterhaltungskosten. Und wenn da nicht viele mitfahren, dann gehen die halt extrem ins Minus. Aber ich finde, sie sind trotzdem wichtig und es ist einfach so, das sind zusammen rund 20 Millionen, die Minus machen. Das hebt sich hier schon alleine mit den zwei Zügen wieder auf und fertig ist. Und dann haben wir so viele andere Züge noch, die das rausheben. Und wenn ich jetzt mal gucke, ich habe ja nichts ausgegeben, wir machen pro Jahr so um die 200 Millionen Gewinn im Durchschnitt. Und wir stehen jetzt ungefähr bei 7, bei 6,9 Billiarden Euro oder Dollar ist ja hier die Währung. Und das ist schon krass, muss man sagen. Wir sind im Jahr 2038 mittlerweile. Und ich muss sagen, es hat wirklich auch sehr gut geklappt. Eigentlich am Anfang wie immer die üblichen Geldprobleme, die man da so hat. Aber sonst hat es doch eigentlich ganz gut immer funktioniert, als wir dann schon ein System hatten. Da konnten wir einfach drauf losbauen, mussten kaum auf Geld warten, konnten uns Züge immer schön wählen, welche wir haben wollten. Und ich muss sagen, mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, das Ganze aufzubauen. Es gab wirklich Zeiten, da hatte ich echt extrem viel Lust, weiter aufzunehmen. Da wollte ich gar nicht aufhören aufzunehmen, weil ich einfach so den Spaß daran hatte, hier das Ganze zu bauen und zu kommentieren. Es ist halt auch Transport Fever, was bei mir so ein Spiel, da. Das spiele ich extrem gerne, wenn ich es kommentiere. Wenn ich es so gesehen für mich selber spiele, dann macht es irgendwie nicht so einen Spaß. Aber wenn ich es dann hier im Let's Play spiele, da habe ich irgendwie wesentlich mehr Spaß. Und genau, deswegen freut es mich auch, dass ich dann schon eine sehr schöne Karte für die zweite Staffel gefunden habe, mir auch schon gut Gedanken gemacht habe. Wie ich das dann mit dem Download mache, da muss ich noch gucken. Weil es gab ja immer wieder die Anfragen, ob ich die Karte zum Download stellen kann. Ich muss eben gucken, was ich für Mods hier drauf habe. Da wäre ich dann eine Liste machen, beziehungsweise ich habe ja hauptsächlich Mods aus dem Steam Workshop. Die einzigen, die nicht aus dem Steam Workshop sind, sind die DMA-Mods.
Die kann man aber auf einer externen Seite downloaden. Genau, und da werde ich dann gucken, wie ich das mache. Für die zweite Staffel habe ich schon eine Steam-Kollektion angelegt. Entweder mache ich so, dass ich sage, okay, es wird dann einfach die Kollektion der zweiten Staffel, kann dann abonniert werden. Da funktioniert die Map auch, weil dort sind, glaube ich, mehr Sachen drin als hier. Kann aber auch sein, dass ich eine extra Kollektion mache, das muss ich gucken. Genau, dann hoffe ich auf jeden Fall, euch hat es Spaß gemacht, hier die erste Staffel zu schauen. Wer sie sich nochmal komplett anschauen möchte, es gibt eine Playlist davon. Die findet ihr auf meinem Kanal ganz normal. Ich kann ja auch mal dran denken und eine Infokarte mal machen. Sowas mache ich ja sonst nie, aber da kann ich einfach mal dran denken. Muss ich mir manchmal hier mal einen Stift kurz holen. Der liegt natürlich 10 Kilometer von mir entfernt. So. Also schreibe ich mir mal schnell auf. Eine Infokarte machen mit der Playlist, die findet ihr oben. Da könnt ihr euch, wie gesagt, entweder nochmal die einzelnen Folgen angucken, die ihr vielleicht nochmal gucken wollt, oder eben alles nochmal ganz von vorne, von Folge 1 beginnend. Wann die Staffel 2 startet, kann ich noch nicht sagen. Ich denke mal, das dauert dann vielleicht 1 bis 2 Wochen, bis ich dann dort loslege. Kann aber auch sein, dass sie dann direkt im Anschluss losgeht. Das weiß ich noch nicht, je nachdem, wie ich zum Aufnehmen komme. Da kommt auf jeden Fall noch ein Infovideo zu der Staffel dann, weil ich da mir schon ein kleines Konzept gemacht habe. Und genau, dann möchte ich jetzt gar nicht weiter groß in die Länge ziehen. Und ich möchte das Ganze jetzt hier, so wie ich angefangen habe, mit unserer quasi ersten Strecke. Also ich habe mit der ersten Personenstrecke begonnen, dann möchte ich das jetzt mit der ersten Güterstrecke wieder beenden. Und dann bleibt mir eigentlich noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr noch eine positive Bewertung oder einen Kommentar da lassen. Und mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, schönen Tag noch und bis zum nächsten Let's Play. Tüdelü.